Wir sind hier in einem Siedlungsbereich innerhalb des Ortsteils Varel in der Memeler Straße. Dort ist es in den frühen Abendstunden, kurz nach 18 Uhr, zu einem Feuer in einem Zweifamilienhaus gekommen. Also bei Eintreffen der ersten Kräfte hat das Erdgeschoss bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Das Feuer drohte aufs Obergeschoss überzugreifen. Und nach ersten Erkenntnissen musste vermutet werden, dass sich noch Personen im Gebäude befinden. Also während der Lösch- bzw. auch Sucharbeiten sind keine Personen im Gebäude gefunden worden. Und durch Nachbarn wurde im Verlauf auch bestätigt, dass das Haus wohl doch seit 2 bis 3 Tagen unbewohnt ist. So hat sich also die anfängliche Sorge dann glücklicherweise dann aufgeklärt. Wir haben zur Sicherheit, zur Absicherung zum linken Nachbargebäude hin ein Rohr von außen vorgenommen. Das Gebäude wurde zusätzlich durch die Kräfte der Polizei auch geräumt. Es hat aber zu keiner Zeit eine tatsächliche Gefahr bestanden für das Nachbargebäude. Wir sind also mit der Ortswehr Varel anfänglich alarmiert worden, haben dann zügig die zweite Ortswehr nachalarmiert. Es sind dann 2 Trupps mehr oder weniger zeitgleich durch die Haustür vorgegangen. Ein Trupp im Erdgeschoss, der zweite Trupp ins erste OG vor, mit dem Auftrag Brandbekämpfung und gleichzeitig Personensuche. Oben lag der Fokus auf Personensuche im Erdgeschoss. Dadurch, dass die Flammen schon an der Haustür entgegengeschlagen sind, musste natürlich erstmal der Weg durch die Brandbekämpfung gebahnt werden, um dann späterhin festzustellen, dass dann keine Person mehr im Erdgeschoss ist. Bei den ersten Brandbekämpfungssuchmaßnahmen sind 2 Einsatzkräfte, 2 Feuerwehrangehörige im Innenangriff leicht verletzt worden. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung des Feuers innerhalb des Gebäudes kam es dort zu Hitzeerschöpfung bzw. Wärmedurchschlägen an der Schutzkleidung. Die Kameraden und Kameradinnen sind rettungsdienstlich untersucht worden. Es ist ein Krankenhausaufenthalt, war jetzt allerdings nicht erforderlich. Insgesamt sind hier ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort, ungefähr 50 feuerwehrseitig. Dazu hatten wir vom Roten Kreuz ein RTW, von Rettungsdienst Friesland ein RTW, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug und die Kollegen der Polizei mit 3 Einsatzfahrzeugen vor Ort.